So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke. Wir befinden uns gerade im Urlaub. Guck mal da hier. Fahren Sie wieder mit dem Boot vorbei, ne? wir sind hier an einem, ich weiß nicht was, wir sind hier an, guckt euch diesen schönen Sandstrand an, ohne Sand, mit viel Steine. Da gehe ich gleich hin, da will ich gleich was filmen. Da drüben ist noch ein Bootssteg. Es gab jetzt letztens ein Entschädigungsevent für Sapporo, will ich kurz mal erklären. Wer das nicht wusste, Sapporo hatte ein Go-Fest. Ich hatte ein Ticket eigentlich für Samstag, aber ich hatte meinen Account ja nicht. Das heißt, ich konnte nicht spielen, ich konnte auch die Forschung nicht machen mit Voltrian. Jetzt gab es nachträglich ein Entschädigungsevent, dass Leute, die ein Ticket für Samstag hatten, nochmal die Event-Spawns kriegen, egal wo sie sind auf der Welt. Ich bin aufgewacht, ich gucke so auf mein Handy, denke, hey, da sitzt ein über Relaxo mit Hut, was ist da denn los? Ich nehme das einfach jetzt mit. Ach, ich habe die Forschung auch. Ich habe mein Voltrian noch nicht abgeholt. Ich möchte euch gleich mal zeigen, was ich im Entschädigungsevent gefangen habe. Ich habe das in Meiningen gespielt, weil ich gerade in Meiningen war und bei Pupsi und so und alles. Das war nämlich kurz vorm Urlaub, bevor wir losgefahren sind. Plötzlich Entschädigungsevent, Meiningen gewesen. Und dann möchte ich meinen Voltrian heute live im Video abholen und noch meine zwei Sneepos entwickeln für den Gender-Decks, männlich-weiblich und auch natürlich Lucky. Jetzt gehen wir aber erstmal hier in die Mitte. Da wollen wir jetzt mal drauf. Da wollen wir dann mal filmen, was wir für eine Ausbeute haben. Kommt einfach mal mit hier. Sieht aus wie bei Baywatch. Beziehungsweise hier das tiefe, klare Wasser. Bitte nicht reinfallen. Sieht doch herrlich aus. Die Sonne kommt auch schon wieder. Ich schmeiß mich jetzt mal hier hin und lese euch mal kurz die Ausbeute vor. So, da sind wir zurück. Wir wollen euch jetzt kurz die Sapporo-Ausbeute zeigen, die nicht aus Sapporo ist. Wie gesagt, Entschädigungsevent. Die Leute, die ein Ticket hatten, haben weltweit die Spawns bekommen vom Sapporo Go-Fest. Bei mir hat das hier angefangen. Am Start war es wieder so, dass gefühlt jede Stunde am Anfang wieder diese Incognito-Flut kam. Hier seht ihr also ein Shiny Incognito E. Ich kann auch mal den Bewertungsscreen jetzt hier drauf machen, dass ihr das seht. 14.8. war das Ganze. Shiny Incognito hier gegönnt. Shiny Relaxo, auch 14.8. Shiny Quapsel, Shiny Yanma, Shiny Galapunita, auch richtig cool, auch war richtig selten die ganze Zeit. Hier ein 100er Nocturne mitgenommen. Shiny Sandan, Lunastein, Lunastein, Kanivanya, Rosana Shiny, Fleckmon. PvP-relevant vielleicht. Pikachu hier mit den Blümchen, Nocturne Shiny, nochmal Nocturne, Lunastein, Menki, Incognito T, Grillmark Shiny, Schnäppke Shiny, Honliu, Honliu, Kanivanya, Menki, Rosana, 100er Zubiris, Quapsel, Ladybar, Paras, auch sehr cool natürlich in diesem Orange, Sonnenkern, Lunastein, Bonita, 100er Pikachu. Jetzt vibriert auch noch das Handy, es ist jetzt 10 Uhr, ist eigentlich immer mein Wecker für Videos. Caradonis, Sepa, Glumanda, Incognito, nochmal hier Capoeira mit 0%. Vulpix, Caradonis, Schneebedeck, Perlu, Baldorfisch, Rosana, Pikachu, Togetic, Sandan, Merrill. Also fast alles Shinies, Caradonis, Flampion, Vulpix, nochmal Flampion. Jetzt muss ich muss jetzt den Wecker ausmachen. So, hier, das klang alles viel zu fröhlich. Ich sehe, das Wetter passt auch. Die Sonne brennt mir schon wieder auf dem Helm. Flampion hier ist gebrütet, glaube ich. Weil ist ja kein 100er und ist auch kein Shiny. Ist gebrütet. Hier ein Sepa, Rosana, Baldorfisch, nochmal Leufeo, Mantax, Schnäppke, Sterndu, nochmal Incognito, nochmal Bonita, Flurmel, Relaxo mit Hut. Letztens wurde ich gefragt bei einem Lucky Trade, yo, hast du da Relaxo mit Hut? Ich hatte nur ein getauschtes. Jetzt habe ich selber welche. Snubbull, Macholo, Sonnenkern, Vulpix, Bonita, Relaxo, Ladybar und als letztes ein Waumball. Sapporo Mining. Jetzt dürfte eigentlich nichts mehr kommen. Das ist aus dem Käfer-Event, aus der Käferkrabbelei. Gleichzeitig, ihr seht, wie das hier aussieht, das ist unser Steg, da sitze ich ja jetzt gerade, hier drüben ist der Bootssteg, das sieht viel heftiger aus. Jetzt möchte ich aber noch das abholen, verwende 3 Power-Ups bei Pokémon, das können wir jetzt ganz kurz machen noch. Wir können ja mal das Genesekt nehmen, ich habe nämlich letztens ein 100% Genesekt bekommen. 1917 von Tick
Teak Dragon, Dragon Hunter war das, glaube ich. Das ist ein 100%iges, das möchte ich ja eh mal pushen. Da könnte ich jetzt schon 3 Power-Ups geben. 1, 2, 3. Auf 2060. Dann ist diese Aufgabe auch fertig. Und jetzt wechseln wir noch ganz kurz unseren Standort, bevor wir das Voltriant abholen. Denn ich möchte euch unbedingt noch mehr von dieser Umgebung zeigen. Ich finde das so herrlich trotzdem. Guckt euch die Umgebung an, wenn wir im Zimmer sind und gucken aus dem Hotelzimmerfenster raus, kannst du genau diesen ganzen See überblicken. Das sieht richtig genial aus. Da drüben werden wir jetzt das Voltriant abholen. Im Urlaub, Urlaubsvoltriant für Ramses. So, wir haben es jetzt irgendwie geschafft und sind hier im Ruderboot angekommen. Ne? Weiß nicht, ob man das sieht. Das ist das Ruderboot. Ne? Da hängen die Füße drin. Ich sitze hier, ich habe hier so einen schönen eine Lehne, wo ich mich ranlehnen kann. Problem ist, wenn ich euch hier hinstelle, man sieht gar nichts. Du hängst hier so drin und die Sonne ist schon wieder am Start und davor. Aber egal, jetzt zieht das jetzt durch und wir müssen uns anders hinsetzen. Ich muss mal die Position wechseln. Rams ist wieder am Start, diesmal im Ruderboot auf der richtigen Seite. Eigentlich habe ich gerade drüben gesessen, das ist die Lehne, die ich meine. Da lehnst du dich an und kannst schön rudern. Ich habe noch nie gerudert. Ich weiß gar nicht, ob das passt. Hä? Die sind doch in die Richtung. Das heißt, ich habe falsch gesessen? Ich weiß es nicht. Ich blicke hier gar nicht mehr durch. Ich möchte auf jeden Fall jetzt meinen Voltriant abholen. Dafür gehen wir nochmal hier auf die App. Drücken mal hier drauf. Nehmen die zwei Toppe-Leber mit. Drücken hier unten. Jetzt müsste das Voltriant erscheinen. Wahrscheinlich mit AR-Plus-Modus oder Kamera oder irgendwas. Nö, es verzichtet komplett darauf. Wir können aber selber mal umschalten in den AR-Plus-Modus. Dass ihr das nochmal hier seht. Da ist die Kamera. Och Mann, jetzt haben wir hier dieses Graszeug. Jetzt steht's im Boot, Hilfe. Und daneben, aber guckt euch hier hinten an. Guckt euch das an. Das Wasser, hier der Ball, der Ultraball, der in der Ecke hängt. Und hier drüben der Rest von dem Boden und dem ganzen Zeug. Bleibt ja sowieso im ersten Ball drin, also ist eigentlich egal, wie man das fängt. Ist für mich natürlich auch ein Pokédex-Eintrag. Ich habe das GoFest Sapporo nicht gespielt. Wir bewerten es mal kurz. 13-10-10, Saalburg, Thüringen. Wir sind immer noch in Thüringen und wer nicht wusste, wo wir genau sind, wir sind in Saalburg, theoretisch. Könnte man so sagen. Saalburg, Thüringen. Und war es das eigentlich mit dem Voltrian-Video? Ich glaube, auf der letzten Seite kann ich aber noch irgendwie Belohnungen abholen, oder? Dreh 3 Pokestops, die du noch nicht besucht hast. Das ist richtig genial. Ich habe hier nämlich noch nichts gedreht. Direkt an der, hier an der Heimat. Brüt 3 Eier aus, schickt 10 Geschenke an Freunde. Und dann gibt es wahrscheinlich noch mal eine Top-Lade-TM oder was das ist. Ich finde es genial. Mir macht Spaß hier. Da geht auch an der Heimarena gleich ein Raid auf. Ich habe mich gestern Abend mit Pupsi da reingesetzt. Das bin ich seit 11 Stunden. Das ist Pupsi, ne? Seit 11 Stunden. Wir sitzen zusammen in der Heimarena im Urlaub. Das ist ein schönes Andenken. Da gleich ein Foto mitgemacht. Ansonsten wünsche ich euch natürlich viel Spaß beim Anschauen der Videos. Ich bin irgendwann zurück und bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.